Herzlich willkommen zu unserer fünften und letzten Folge von 3D-Druckmythen erklärt. Falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, schaut gern unten in die Infobox rein. Da steht nochmal alles Wichtige und ihr könnt euch die Folgen natürlich auch nochmal anschauen. Nathalie, schön, dich wieder hier zu haben. Danke, Milena. Heute möchten wir uns mal über Verzug bzw. Warping unterhalten. Man kennt das Phänomen, das Bauteil verzieht sich nach oben, es verliert den Kontakt zum Druckbett und irgendwann bewegt sich es dann auch weg. Warum ist es bei ABS so viel schlimmer als bei PLA? Wieder eine gute Frage und natürlich ein ganz häufiges Problem. Du hast angesprochen, das größte Problem hat man im Grunde, wenn das schon zu Beginn des Drucks passiert und die Düse dann irgendwann das Bauteil wegschiebt. Aber es kann natürlich auch höher im Bauteil passieren und auch bei kleineren Features und so weiter. Ich möchte dazu jetzt ehrlich gesagt mal einen ganzen Schritt zurückgehen und überhaupt erklären, was Schwindung und Verzug ist. Ich habe dazu Schemazeichnungen mitgebracht, die das verdeutlichen. Auf der linken Seite sieht man Verzug, Shrinkage, also Schwindung, und auf der rechten Seite Verzug. Schwindung findet immer statt. Wenn ein Material abkühlt, zieht es sich zusammen. Also Schwindung hat man einfach immer, das kann man nicht verhindern. Verzug ist aber unbalancierte Schwindung und das ist das Problem. Also wie funktioniert Schwindung? Ich habe hier schematisch gezeigt, dass ein Körper, ein aufgeschmolzener Körper bei hoher Temperatur, umgeben von Luft, oder das könnte auch sein bei einem Spritzprozess, wenn eine Schmelze in ein kaltes Werkzeug eingespritzt wird, abkühlt, weil von innen nach außen ein Temperaturgradient besteht. Das passiert einfach immer, wenn ein Körper heiß ist. Und was man jetzt aber sieht in dem zweiten Bild, wenn das Material sich zusammenziehen könnte, wie es möchte, und da benutzt man Schichtmodell, dann würden die äußersten Schichten, die sehr schnell erstarren und kalt werden, die würden weniger schwinden als die inneren Bereiche. Und da aber diese nicht Schichten sind, sondern das ganze Material zusammenhängt, hat man den Effekt, wie er unten im dritten Bild dargestellt ist, dass die Bereiche, die am Rand sind, weniger schwinden wollen, mehr schwinden müssen. Also haben wir dort Druckspannungen im Bauteil. Und die Bereiche in der Mitte, die mehr schwinden wollen, aber gar nicht so viel schwinden dürfen, dort haben wir Zugspannungen. Und wenn das Ganze im Gleichgewicht ist, also oben und unten genauso viel Druckspannung, im Zentrum die Zugspannung, wie es hier dargestellt ist, dann hat man zwar diese inneren Spannungen, aber das Material ist im Gleichgewicht und die Schwindung ist homogen. Jetzt schauen wir uns aber an, was passiert im 3D-Druck auf der rechten Seite. Da haben wir unser Druckbett und die Düse, die immer wieder neues Material bringt. Und auch wenn das Druckbett bei höheren Temperaturen arbeitet oder auf höhere Temperaturen gesetzt ist, der Druckkopf hat immer noch die höchste Temperatur. Also wir haben einen Temperaturgradienten von oben nach unten. An der Düse ist das Material am heißesten. In der Mitte wird es vielleicht irgendwann sogar am kühlsten, aber prinzipiell haben wir einen Temperaturgradienten nach unten. Und das sorgt dann dafür, dass wir auch wieder dieses Zusammenziehen der Schichten haben, aber in einem unbalancierten Art und Weise. Jetzt in dem Fall haben wir hauptsächlich die Zugspannungen unten und die Druckspannungen oben. Und dadurch verzieht sich dann das Bauteil. Also man sieht diese Wölbung nach oben, die so charakteristisch ist und die jeder vermeiden möchte. Und warum ist es bei unterschiedlichen Materialien anders? Das war ja die ursprüngliche Frage. Das ist gut, dass du noch mal darauf zu sprechen kommst. Das hat was wieder mit den Materialeigenschaften zu tun. Es hat eine kleine Bewandtnis mit der Erweichungstemperatur, über die wir schon gesprochen haben. Die ist zum Beispiel bei PLA ein ganzes Stück niedriger als bei ABS. Aber der größte Einfluss hier hat in der Tat der thermische Ausdehnungskoeffizient. Den kann man mit einem Netzgerät, mit einer thermomechanischen Analyse zum Beispiel bestimmen. Da nimmt man ein kleines Stück Kunststoff und setzt im Grunde einen kleinen Fühler auf, heizt das Material auf
und verfolgt dann die Längenänderung in Abhängigkeit der Temperatur. Ich habe das schematisch hier auf der Folie auch dargestellt. Also man sieht, dass die Länge der Probe stetig zunimmt und dann an dem Erweichungspunkt der Glasübergangstemperatur, die man hier auch detektieren kann, sieht man, dass es noch mal ein bisschen mehr ansteigt. Und es ist nun mal so, dass PLA von der molekularen Struktur her einen geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten hat als das ABS. Das heißt, das Schwindungspotenzial an und für sich ist schon mal anders und größer bei ABS als bei PLA. Und je größer das Schwindungspotenzial, desto größer sind diese Spannungen, die dann auch zu mehr Verzug führen. Okay. Und was kann ich jetzt zu Hause gegen den Verzug tun? Da ist jetzt das Prinzip des Temperaturunterschieds wichtig. Ich habe versucht, ein bisschen anzudeuten, dass das auch was zu tun hat mit dem Druckbett, wie man es einstellt. Also ABS würde man zum Beispiel nie bei Raumtemperatur drucken, wohingegen man das bei einem PLA schon mal probieren kann. Aber an und für sich möchte man die Temperaturdifferenz so stark vermeiden, wie man kann. Könnte zum Beispiel einfach einen Pappkarton über den Drucker stellen, oder es gibt ja auch Drucker oder Nachrüstkits, mit denen man mit denen noch Wände anbringen kann. Das führt dann dazu, dass der Druckraum sich im Verlauf des Drucks immer weiter erwärmt und dieser gesamte Temperaturunterschied von der Drucktemperatur zu der Temperatur im Bauraum geringer wird. Und das wird im Grunde bei den industriellen Druckern gemacht. Also die ersten Drucker, die rausgekommen sind und im industriellen Umfeld verwendet wurden, haben genau sich diesem Verzugsproblem gewidmet und haben den Drucker in den Ofen gepackt. Und wenn ich jetzt aber nichts an meiner Temperatur verändern will, was gibt es dann noch für Alternativen? Man kann auch den thermischen Ausdehnungskoeffizienten ändern. Das klingt zwar komisch, also das ist auch, also eigentlich ist der eine Materialeigenschaft, aber Zuschauer haben das vielleicht auch schon gesehen, es gibt immer mehr Materialien, die Füllstoffe enthalten haben. Die Füllstoffe haben oft einen funktionellen Effekt, also Metallfüllstoffe, dass man eben eine Farbe rauskriegen will oder man will wirklich ein Metallteil am Ende drucken. Aber die Füllstoffe, wenn es Fasern sind, haben auch den Vorteil, dass die in dem Bereich, in dem wir drucken, also bis 250, sagen wir mal bis 300 Grad, verändern die sich kaum. Also die dehnen sich ganz, ganz wenig bis gar nicht aus. Das heißt also, wenn wir 30% Füllstoff in unserem Kunststoff haben, dann ist der thermische Ausdehnungskoeffizient im Grunde auch um 30% reduziert. Und somit können wir den Effekt auch bei einem ABS noch mal deutlich reduzieren. Super. Vielen Dank, Nathalie. Hat viel Spaß gemacht, diese Serie mit dir aufzunehmen. Dankeschön, Milena. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuschauen. Falls ihr noch zusätzliche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir machen jetzt weiter mit einer fortgeschrittenen Reihe, wo es ein bisschen tiefer in die Materialeigenschaften und die Messungen dazu geht. Falls ihr daran Interesse habt, bleibt gerne dabei, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.